Also sich das kleine Venedig von Portugal zu nennen, ist auf jeden Fall frech. Wird dann überall Hasch und Gras angeboten. Es ist seit Stunden nur am Pissen und zwar richtig krass. Und jetzt habe ich mir hier mal schon so ein Setup gebaut. Ich habe hier mein Handy, ist in so einer wasserdichten Dings. Die Kamera habe ich mit 3 Mülltüten eingewickelt und dann mit Tape so zugetaped, dass man die Linse noch sieht. Ich bin komplett in einem Regenponcho, wo mein Rucksack hinten mit Regen geschützt ist, wo die ganze Elektronik drin ist. Das ist komplett scheiße. Ich bin hier gerade in einer kleinen portugiesischen Stadt. Die wird das kleine Venedig von Portugal genannt, weil es hier auch überall so Wasserläufe durch die Stadt wohl hat. Ich wollte es mir unbedingt angucken und es geht nur heute. Und heute ist so ein Wetter. Ja Mensch, es sind nur noch 27 Minuten zu Fuß. Na dann, wehe, das ist enttäuschend. Weil ehrlich gesagt sieht es auf Google Maps nicht so richtig aus, als wären da so Wasserläufe durch die Stadt und so. Ich check, aber also auf den Fotos sieht es mega schön aus. Und überall steht kleines Venedig, bla bla bla. Aber auf Google Maps selber sieht man das ehrlich gesagt gar nicht. Das sieht schon cool aus hier. Ich laufe da einmal durch, weil es cool ist, auch wenn es nicht überdacht. Toll, danke. Das sieht irgendwie nice aus. Die Stadt gehört mir heute. Ich bin der einzige Mensch auf der Straße. Und war hundertprozentig auf jeden Fall auch der einzige Touri. Kein Schwanz geht heute rauf und guckt sich irgendwas an. Das sieht alles irgendwie so krass aus hier. Wieder in die Pfütze getreten. Jetzt ist der Socken endgültig nass. Warum hat es hier so bunte Dinger? Sieht irgendwie cool aus auch. Guck mal hier. Das ist richtig fies. Wenn man da reintritt, dann versinkt man. Da sieht man schon so Gondeln. So richtig überzeugt bin ich von dem Ort hier noch nicht. Einmal ist hier einfach fette Baustelle. Man kommt überhaupt nicht richtig zum Wasser. Und dann ist das auch, glaube ich, einfach nur dieser eine Kanal. Ein Kanal, der hier einfach so ein bisschen ins Land reingeht. Ja, toll, Alter. Ist jetzt nichts Besonderes, Bro. Scheiße, ey. Ich glaube, ich bin falsch. Ich kann theoretisch hier rein. Da ist noch mehr Wasser. Weiß ich ja nicht. Also der Tipp, hier hinzukommen, lohnt sich überhaupt nicht. Also sich das kleine Venedig von Portugal zu nennen, ist auf jeden Fall frech. Also jeder Fluss hat mehr Seitenläufe als das, was hier los ist. Mann ey, ganz klassischer Fall von, der Plan ist wohl ins Wasser gefallen. Komm, das sieht schön aus, nehme ich mit. Hier war ich ganz am Anfang. Aber da bin ich ja eben falsch gelaufen. Da bin ich rechts rumgelaufen, da laufe ich jetzt mal links rum. Das ist ja für ein lächerlicher Bus. Hier geht der Kanal doch auch wieder nach rechts. Ey, Mann, ey, wirklich, ey. Mir reicht's. Da links war noch eine Kirche, dann gucke ich mir halt das an. Baustellen. Überall Baustellen. Hier. Kanäle sollten die mal bauen. Wasserläufe. Wenn ihr euch die Venedig von Portugal nennt, dann baut man mehr Wasser. Nicht Gebäude. Weil es schön aussieht, laufe ich hier durch. Ich glaube, das ist das. Hier wollte ich hin. Das ist so scheiße. Nächste Pfütze, in die ich reingerannt bin. Jetzt hat man mal hier den spektakulären Blick von oben auf das Venedig von Portugal. Noch so ein altes Gebäude. Davon gibt es auf jeden Fall richtig viele hier. An sich schön.
So, wo muss ich denn lang, um zurückzukommen? Ach Mann, ey, mein Handy geht nicht bei Nässe. Voll unecht aus hier, dieses gelb-rote Gebäude. Wie aus dem Phantasialand. Da könnte man reinlaufen und dann ist da Black Mamba oder sowas. Es war so unfassbar stupid. Ich habe einen Regenschirm in meinem Auto und ich bin losgewandert hier mit diesem kompletten. Sieht aus wie so ein Nomade, wie so ein Pilgerer mit meinem Cape. Weil ich dachte, das ist smart. Meine GoPro habe ich in zwei Mülltüten eingewickelt, so richtig dumm. Und ich hätte einfach den Regenschirm nehmen können, die GoPro da dran schnallen und dann wäre alles gut gewesen. Also ich verstehe nicht, wie die sich kleines Venedig von Portugal nennen können. Die haben zwei Wasserläufe. Der Rhein hat mehr. Peinliche Nummer. Und ich wusste es nicht vorher. Ich habe empfohlen bekommen von ein paar Spaniern, die ich hier getroffen habe, dass es hier richtig schön sein soll und sich lohnt anzugucken. Und ich habe es einfach nicht gegengecheckt. Bin hergefahren. Weiß ich nicht. Überzeugt mich nicht so hier. Okay, jetzt auf Risk. Boah, das war voll der hohe Bordstein, Bro. What the fuck? Das hat mich fast auf der Straße hingelegt. Okay, nochmal Risk. Okay, geschafft. Boah, es ist so ultra warm, wenn ich diese Mütze aufhabe. Idyllische Stadt einfach. Wunderschöne Natur. Mann, ey, das nervt mich richtig, ey. Fotos im Internet von dieser Stadt hier, die sehen echt schön aus. Aber die sind halt 100 Fotos, alle von dem, aus der gleichen Perspektive. Es gibt genau so einen Winkel und einen Spot, wo die Stadt schön ist und der Rest ist einfach nur Arsch. Hinten. Da hinten steht meine Karre. Rucksack ist komplett nass. Wow, warum habe ich die ganze Zeit dieses eklige Regencape an, Alter? Finally home. Zeig mal Van von außen. Achso, warte. Das ist meine Karre. Retro Rocket. Nach hinten kann ich jetzt nicht. Oben Solar und Dachterrasse. Mehr gibt es von außen eigentlich nicht zu sehen. Oh, ey. Oh. Ach so, geht doch. Musik.